In der Küche probiert Peter heute mal eine neue Soßenvariante aus. Pikant-süßes Zigeuner-Gulasch. Auch beim Weichkochen der Teigware geht Peter anders vor als italienische Hausfrauen. Bei ihm kommen die Nudeln in den Topf, bevor das Wasser auf dem Herd kocht. Ich mache es nicht so wie der Italiener. Jeder hat ja sein Rezept. Der Italiener hat sein Rezept. Der Spanier hat sein Rezept zu machen und ich habe mein Rezept, eben so die Nudeln zu machen. Jeder soll sein Rezept machen. Umso besser schmeckt es. Erfindungen. So. Und dass sie mir nicht anbacken, nehme ich hier so ein Ding nochmal. Da kann ich auf dem Boden nochmal hin und her gehen. Das macht der Italiener ja, weil die Nudeln dann reinstellt und dann runterkochen lässt, seine Spaghetti und so weiter. Ist klar, Italiener kann auch gut Nudeln machen. Das sind alle Genies. Es ist keiner, der es nicht ist. Der Italiener macht die schönen Nudeln. Der Italiener macht euch leckeren Pizzas. Unwahrscheinlich. Und Eis ist der Spezialist. Wollen wir ganz ehrlich sein. Dann kommt der Grieche, Gyros. Ich esse alles gerne was Gyros-Fleisch, ob es mit dem Brötchen ist oder Gyros dies und jenes. Und einen kleinen Tzatziki oder was er da isst, weiß ich nicht genau, aber den trinke ich immer gerne mal nach. Unwahrscheinlich schön. Die Franzosen können kochen wie Engels. Und auch die Namen, was sie da haben, kann man überhaupt nicht aussprechen. Aber essen kann man das. So lecker ist es. Ach, Franzosen sind Genies auch. So, die Soße mache ich jetzt aus Gulasch und so weiter. Auf Gulasch achte ich auch, dass er sehr lange haltbar ist. Man sieht 2009. Fleisch muss ziemlich frisch sein, auch in Dosen. So. Das kocht jetzt richtig schön. Ich rühre es aber nicht zu hart, dass nicht das Fleisch kaputt geht. Das ist ganz wichtig. Dann suchen Sie nachher das Fleisch und ich habe nur Abfall draus gemacht. Das geht nicht. Man isst nicht nur zum satt zu werden. Ich bin ja verfressen, ich gebe selbst zu. Aber ich mache es auch, wenn es schön aussieht, dann mache ich es gerne. Weihnachten möchte ich so gerne immer machen, eine Put und das. Ich tue alles verschmücken, auch gutes Geschirr rausholen. Ach, da macht es herrlich. Sonst macht es keinen Spaß. Weihnachten muss gut sein. Auch Ostern und so weiter wird erstmal alles geschmückt. Egal, wer was sagt, manchmal brauchen wir den ganzen Tag schon schmücken. So, etwas nass kann es ruhig werden. Danke. Nudeln? Ja, lecker, gell? Darf ich Ihnen mal einen kleinen Vorschlag machen? Ja. Ganz freundlich. Ich mache Nudeln noch besser nachher. Ja, aber es wäre mal für den Anfang mal auch wieder nach mal kurzer Zeit mal interessant, mal Kartoffeln oder mal Reis machen. Ja, dann machen wir eine Ruderschale. Was gibt es morgen, Peter? Nudeln mit Gehacktes. Könnte ich mal was anderes sagen? Übermorgen Nudeln mit Pilze und irgendwas Leckeres. Es gibt auch Kartoffeln, Reis, mal eine Pizza. Und dann sagst du, wo ist meine Nudeln? Wo ist meine Nudeln? Jungs, seid endlich ruhig. Ich werde mir überlegen. Geht lieber in euer Auto, euer Komm, wir gehen lieber. Wir hauen lieber. Da haben wir wenigstens unsere Ruhe. Lass Peter mal in Ruhe. Und du kannst mal den Kopf durchgehen lassen, dass man was anderes wie Nudeln macht. Was, Günther? Dackel ab. Was, Günther? Guck mal auf den Teller drauf. Ist noch was drauf? Gar nichts. Praktisch ausgeleckt beide. Lass sie doch reden, was sie wollen. Mir schmeckt es, denen schmeckt das. Sonst würden sie nicht so Lärm machen, gell? Uwe kriegt eine kleine Kugel, so wie ich, eine große habe. Hat er schon. Macht mir nichts aus. Nein. Auch wunderbar hat es geschmeckt. Du rollst raus und der Uwe dackelt immer raus. Das macht nichts für die Rolle. Das macht mir Spaß. Mal rollen, mal gehen, mal etwas schleichen. Ich kann mir Kugeln, ich bin eine Kugel, hast ja recht, komm. Ich bin aber auch keine Kugel, ne? Komm mal.